Hallo, ich bin hier in Hamburg in der Lippmannstraße 57 und hinter mir seht ihr die Geschäftsstelle der Piratenpartei Hamburg, wo sich die Piraten immer am Dienstag um 19 Uhr zum allgemeinen Stammtisch treffen. Ansonsten finden hier abends die Treffen der AGs statt, sodass hier eigentlich immer irgendwas los ist. Und ich werde hier gleich den Vorsitzenden der Piratenpartei, Bernd Schlemmer, interviewen. Und nur um die Diskussion vorwegzunehmen, ja, das hier ist ein SingStar-Mikrofon und wie das halt unter Piraten so üblich ist, machen wir das hier alles völlig ohne Budget, ehrenamtlich. Wir haben, das Mikrofon habe ich mitgebracht, die Kamera ist ausgeliehen. Und nein, ich unterstütze nicht die Produktpolitik der Firma, die hinter SingStar steht. Ich finde, was die an Kopierschutzmaßnahmen gemacht haben und das Debakel, das sie verursacht haben, das geht auf keine Kuhhaut. Und das ist eine Gängelung deren Kunden. Und wenn man sich anguckt, die GVU, die Gesellschaft für Verfolgung von Urheberrechten, die wurde ja auch nur deswegen gegründet, damit man von der GVU verklagt wird und nicht weiß, dass da eigentlich die Entertainment-Firmen dahinter stehen, damit man eben weiter bei denen einkauft. Und das finde ich natürlich alles nicht gut. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn man ein elektronisches Gerät kauft, dass man damit machen kann, was man will und nicht, dass man das nur machen darf, was der Hersteller einem vorgibt. Aber das nur am Rande. Wenn ihr anschließend über das Interview diskutiert, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr darüber sachlich diskutiert und nicht immer nur hinschreibt, juhu, er hat ein SingStar-Mikrofon in der Hand, das weiß ich auch. Deswegen habe ich heute mal das kleine Rote genommen und nicht das Blaue wie sonst. Okay, gleich geht's ab. Ja, ich habe hier Bernd Schlemmer, Vorsitzender der Piratenpartei, bei mir im Interview. Und in Neumünster auf dem Bundesparteitag wurde ja ein neuer Vorstand gewählt. Hat sich der neue Vorstand denn inzwischen vernetzt und zu einer produktiven Arbeit gefunden? Ja, ich glaube schon. Ja, alle, die gewählt wurden, haben ja durchaus Erfahrung mitgebracht. Jeder hatte sich in seiner Vorvergangenheit schon engagiert für die Piratenpartei. Ist also nichts Neues, Ungewöhnliches gewesen. Die Eingewöhnungszeit ist vorbei und ich glaube, wir wachsen gut als Team zusammen. Von dir selbst hast du ja mehrfach gesagt, dass du kein typischer Pirat bist. Zum Beispiel führst du keinen privaten Blog, du twitterst nicht wie Marina ständig deine Gedanken und Erlebnisse. Wie definierst du dich denn innerhalb der Piratenpartei auch als Vorsitzender und wie willst du der Piratenpartei, also dem Amt, gerecht werden? Ich bin jemand, den man vielleicht als Koordinator, als Controller der Piratenpartei bezeichnen kann. Ich habe in mehreren Jahren meines Engagements viele Erfahrungen sammeln können. Ich möchte mein Erfahrungswissen weitergeben, möchte für Ruhe sorgen. Ich gelte als jemand, der durchaus ruhig und gelassen bleibt und ein Stück weit an die Partei steuern, die Geschicke steuern und weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe. Eine unschöne Arbeit des Vorstands war es ja, die Pressearbeit neu zu strukturieren. Da gab es ja viel schmutzige Wäsche, die in der Presse gewaschen wurde. Wie kam es dazu, dass das so unschön endete, die Neubesetzung der Pressearbeit? Wie es dazu kam, dazu will ich auch keine weiteren Äußerungen machen. Es ist ja so, dass Christopher Lang und Alex Lessmann nicht weiter als Bundespressesprecher tätig sind. Wir haben jetzt mit Anita Möllering und vier Stellvertretern ein neues Team gebildet. Unser Dank gilt Alex und Christopher. Sie haben lange Jahre viel, viel geleistet und ich glaube, dass sie auch wiederkommen in anderen Funktionen. Das werden wir sehen. Alles Weitere ist gesagt worden von unterschiedlichsten Menschen und wenn ich das jetzt erneut kommentiere, dann wird wieder neu diskutiert und ich glaube, wir sollten jetzt einfach Ruhe einkehren lassen. Kann ich denn zusammenfassend sagen, dass Christopher Lang durchaus immer noch in Kontakt mit dem Vorstand steht? Weil ich glaube, er ist ja im Bezirksparlament Berlin-Mitte und sein Stellvertreter macht ja, glaube ich, immer noch die Pressearbeit in Bayern oder herrscht da Funkstille? Nein, Alex Lessmann und Christopher Lang sind auch noch aktiv in der Presse. Mehr so sehr wie vorher. Es gibt auch noch Kontakt zum Bundesvorstand sicherlich. Wir kennen uns ja alle auch persönlich. Insofern ist da nichts abgerissen oder kaputt gegangen. Wir können noch alle miteinander sprechen. Und entwickelt sich denn die Pressearbeit jetzt wie gewünscht nach der Umstrukturierung? Also es ist ja eine Grundeigenschaft der Piratenpartei, dass bestimmte Gruppierungen ihre Arbeit selbstbestimmt führen. Dazu zählt auch die Servicegruppe Presse. Die Servicegruppe Presse ist eine selbstbestimmte Gruppe, die selber Schwerpunkte setzt. Das natürlich auch in enger Interaktion mit dem Bundesvorstand. Aber das ist eine gute Tradition in der Piratenpartei, gehört zur Kultur der Piratenpartei. Und insofern mischen wir uns da nicht zu sehr ein. Die Presse soll sich selber organisieren. Dann gibt es auch am wenigsten Streit. Danke.
Transparenz und Privatsphäre sind ja zwei sehr wichtige Themen für Piraten. Kannst du uns diese beiden Themen, die von der Presse auch häufig vermixt und durcheinander geworfen werden, mal definieren, was sie für dich bedeuten, was sie für die Piratenpartei bedeuten, warum das so wichtige Themen in der Piratenpolitik sind? Also das Thema Privatsphäre wird ja letztendlich diskutiert anhand des Beispiels der informationellen Selbstbestimmung. Das geht hier darum, einen Datenschutz so zu formulieren, dass er zwei Kriterien, zwei Zielen Rechnung trägt. Zum einen einer Garantie einer Privatsphäre, die das ein Datenschutzrecht berücksichtigen müsste. Zum anderen das Selbstbestimmungsrecht, was geschieht mit meinen Daten. Insofern ist das die Diskussion um Privatsphäre immer eine Diskussion auch um Datenschutz. Ein wichtiger Block der Piratenpartei. Zum anderen die Transparenz. Da geht es in erster Linie aus Sicht der Piratenpartei um die Nachvollziehbarkeit staatlichen oder von Verwaltungshandelns. Wir müssen den Transparenzbegriff aber durchaus noch differenzierter formulieren, auch neu ausrichten, weil sich zeigt, dass wir alle ein unterschiedliches Verständnis von Transparenz haben. Ich werde hier im Oktober auch in Hamburg, ich bin heute hier in Hamburg, auch einen Vortrag halten können in der Bucerius Law School und einmal versuchen, den Transparenzbegriff differenzierter zu formulieren. Er sollte meines Erachtens nicht nur staatliches Handeln berücksichtigen, er sollte auch stärker verbraucherschutzorientiert aufgestellt sein. Beispielsweise müssen wir daran denken, dass vielfältige Themen in Wirtschaft, in Verbänden beispielsweise intransparent sind. Wir müssen also insofern unseren Transparenzbegriff neu beleben, neu ausrichten, weiter formulieren und hier gilt es noch, sich weiterzuentwickeln. Martin Delius ist ja Piratenabgeordneter in Berlin und zurzeit betraut, das Flughafendebakel in Berlin aufzuklären. Dort hatte er ja, nachdem er eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat, Einblick in brisante Dokumente. Daraufhin hat ja die Basis von ihm gefordert, er möge diese Dokumente leaken und wenn er halt Konsequenzen befürchtet, über eine dritte Partei diese Dokumente weitergeben. Dem hat er sich ja verweigert. Hat er sich im Sinne der Piratenpartei richtig verhalten? Wir haben in der Piratenpartei, wie gesagt, den Transparenzbegriff nie durchdringend diskutiert. Und insofern bietet die jetzige Diskussion in Berlin um die Veröffentlichung von Unterlagen im Berliner Flughafenuntersuchungsausschuss eine neue Gelegenheit. Ich habe die Piratenpartei seit meiner Mitgliedschaft auch immer so erlebt, dass in bestimmten Gremien, die beispielsweise der Geheimhaltung unterliegen, die Piratenpartei diese Intransparenz durchaus akzeptieren kann. So haben wir es auch immer argumentiert. Muss einen Schutzbereich geben, in dem bestimmte Dinge nicht öffentlich gemacht werden. Man muss dann aber sehr genau formulieren, was in solchen Gremien geschieht, um auch die Nachvollziehbarkeit des Handelns besser einschätzen zu können. Ich glaube, dass Martin Delius jetzt das Richtige tut, dass er das, was verschwiegen bleiben soll, auch erstmal verschweigt, um nicht unnötige Diskussionen loszutreten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Martin Delius ein Pirat ist, der all das, was für die transparente Darstellung der Aufarbeitung der Geschehnisse rund um den Flughafen angeht, auch darstellen wird, also sobald es möglich sein wird. Der Berliner Flughafen ist ja nur eines von vielen Beispielen, wo ein staatliches Projekt eine völlig unkontrollierte Kostenexplosion hinlegt, für die dann nachher der Steuerzahler aufkommen muss. Kannst du uns einmal erläutern, warum es immer wieder bei staatlichen Projekten solche Kostenexplosionen gibt und wie die Piratenpartei, wenn sie denn an der Macht wäre, so etwas verhindern würde wollen? Also woran es liegt, dass es zu solchen Kostenexplosionen kommt, kann ich nicht genau erläutern. Wir haben in Köln die Phänomene des U-Bahn-Baus, wir haben hier in Hamburg das Phänomen der Elbphilharmonie, wir haben in Berlin den Flughafenbau. Es kommt immer wieder zu Kostenexplosionen. Da hängt vieles mit intransparenter Vergabepolitik zusammen. Man will künstliche Summen halten, um Fördermittel zu generieren. Ich glaube, da täte ein bisschen bessere Nachvollziehbarkeit von Verwaltungshandeln gut. Was ich mir insgesamt wünschen würde, ist, dass der Bürger in einem weitaus stärkeren Maße beteiligt wird bei solchen Entscheidungsverfahren und auch mitentscheiden kann, wie hoch Maximalsummen auszusehen haben, wenn man bestimmte Dinge bauen möchte. Das würde, glaube ich, viel, viel stärker zur Akzeptanz von solchen Projekten führen. Hier in Hamburg erleben wir eine Diskussion um eine Oper, die mittlerweile surreal wirkt, weil die Kosten in solche Höhen getrieben worden sind, dass wir viele, viele andere Dinge hätten hier in Hamburg machen müssen. Und ich glaube, dass die Menschen sich nicht so sehr gut und sich sehr, sehr wohl fühlen beim Bau hier. Anderes Thema.
Zu Euro-Rettung hört man von den Piraten ja überhaupt nichts. Dabei sind doch zwei Piraten auch im Europaparlament vertreten. Warum ist die Euro-Rettung kein Thema für die Piratenpartei? Naja, es sind ja zwei schwedische Kollegen, die im EU-Parlament sind, keine deutschen Kollegen. Wir haben uns schon geäußert zur Euro- und Finanzkrise. Auch andere Landesverbände, wie Nordrhein-Westfalen beispielsweise, hat sich geäußert. Wir stehen dem ESM-Vertrag sehr kritisch gegenüber. Ich kann exemplarisch drei Gründe nennen. Es hängt einmal damit zusammen, dass die Vertragsgenese nicht wirklich unter parlamentarischer Beteiligung erfolgt ist. Wir haben kaum Ansätze für Organhaftung. Wir haben zum Dritten überhaupt keine parlamentarische Kontrolle bei der Verausgabung von Mitteln. Diese drei Punkte führen schon dazu, dass die Piraten kritisch sind, was den ESM-Vertrag angeht. Wir haben uns dazu breit geäußert. Unsere Kritik ist nicht wirklich aufgenommen worden. Wir werden aber das Thema aktuell auch aufbereiten in einer eigenen Arbeitsgruppe und werden uns auch, denke ich, in aktuellen kurzen Abständen immer wieder dazu äußern. In einem Spiegelartikel war zu lesen, dass dein oberster Dienstherr, unser Verteidigungsminister Herr de Maizière, dir das Twittern, private Twittern während der Dienstzeit verboten hat. Und ich glaube, in irgendeinem Interview habe ich mal gelesen, dass dich ein Reporter während der Dienstzeit angerufen hat und du dann gesagt hast, du dürftest über dein Diensttelefon halt keine Interviews führen. Stimmt es, dass du an der kurzen Leine als Referent im Verteidigungsministerium gehalten wirst und so deiner politischen Arbeit halt nicht in der Mittagspause nachgehen kannst? Ich werde nicht an der kurzen Leine gehalten. Ich bin letztendlich dafür da zu arbeiten und nicht dafür da Parteipolitik in der Arbeitszeit zu machen. Das schließt aber nicht aus, dass man ab und zu einmal twittert. Was aber nicht geht, ist, dass man dienstlich bereitgestellte Telefone dafür nutzt, Interviews zu geben. Das muss man über private Telefone organisieren. Darauf habe ich den Journalisten aufmerksam gemacht. Das war auch kein spannungsgeladenes Gespräch, sondern nur ein höflicher Hinweis. Das Verhältnis zu meinem Dienstherrn, zu meinem Arbeitgeber ist insgesamt gut. Die Kollegen sind alle neugierig auf die Piratenpartei und freuen sich über eine zusätzliche innovative Kraft in Deutschland. Und das ist eigentlich ganz schön. Soweit ich weiß, hat die Piratenpartei ja noch keine klare Meinung zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr, wie zum Beispiel in Afghanistan. Da wird im Moment noch dran gearbeitet. Wird man denn da eine klare Meinung zur Bundestagswahl im Wahlprogramm ausarbeiten? Wie ist da der Stand? Also jetzt an diesem Wochenende, am 28. Juli, treffen sich die Angehörigen der Arbeitsgruppe Aus- und Sicherheitspolitik in Potsdam im Rahmen der sogenannten Potsdamer Konferenz. Das wird jetzt zum zweiten Mal schon durchgeführt. Es werden dort vielfältige Vorträge zur Aus- und Sicherheitspolitischen Debatte, zur Verteidigungspolitik, zur Europapolitik erfolgen. Und ich glaube und bin sehr zuversichtlich, dass die AG Aus- und Sicherheitspolitik für die Bundestagswahl 2013 einen Baustein auch liefern wird, der außen- und sicherheitspolitische Fragestellungen aufgreift. Die Arbeiten zu diesem Wahlbaustein sind nahezu abgeschlossen. Wahrscheinlich wird man sich jetzt an dem Wochenende noch einmal austauschen, den letzten Feinschliff tätigen und dann wird es einen diesbezüglichen Antrag auf Beschlussfassung beim Parteitag in Bochum geben. Jetzt ist ja davon auszugehen, dass die Piraten Auslandseinsätzen wie in Afghanistan eher kritisch gegenüberstehen, wobei das Verteidigungsministerium solche Auslandseinsätze ja grundsätzlich unterstützt. Könnte es da nicht zu Spannungen kommen, wenn du auf der einen Seite als Referent des Verteidigungsministeriums die Position der Bundeswehr vertreten musst und als Vorsitzender der Piratenpartei eine andere Meinung vertreten musst? Also ich bin im Verteidigungsministerium zuständig für Bildung und Qualifizierung. Ich bin als Referent tätig für die Betreuung der beiden Universitäten der Bundeswehr. Eine gibt es ja in Hamburg, die andere in Neubiberg. Und ich bin nicht zuständig für außenpolitische Stellungnahmen, für Auslandseinsätze der Bundeswehr, sondern ich kümmere mich um die Qualifizierung von insbesondere Offizieren in der Bundeswehr. Man wird sehen, welchen Weg die Piratenpartei bei der Formulierung eines außen- und sicherheitspolitischen Programmpunktes tätigen wird. Ich bin, was die derzeitigen Entwürfe angeht, aber sehr entspannt. Die Piratenpartei wird sich Auslandseinsätzen der Bundeswehr wahrscheinlich nicht gänzlich verschließen, wird aber die Notwendigkeit fordern, dass Auslandseinsätze wesentlich stärker als bislang qualifiziert begründet werden müssen. Humanitäre Gründe alleine reichen nicht aus. Ich kann mir vorstellen, dass die
Piraten einen Beschluss treffen, der als interventionskritische Außenpolitik zu bezeichnen ist, der Auslandseinsätze zulässt, sie aber begrenzt auf Begegnung von Völkermorden, schwersten Menschenrechtsverletzungen, Blauhelmeinsätzen etc. Und die Bundeswehr wird nicht in Frage gestellt. Das wäre ja dann der Hauptkritikpunkt. Das ist ja das, was viele Journalisten eigentlich vermutet haben, dass die Piraten die Auflösung der Bundeswehr fordern. Ich glaube nicht, dass das dazu kommen wird. Auf deinen letzten Punkt möchte ich nochmal eingehen. Die USA hat ja den Begriff Verteidigung eigentlich pervertiert, indem sie den präventiven Verteidigungskrieg definiert haben, was ja bedeutet, wir führen einen Krieg, um einen Krieg zu verhindern, was ja ungefähr die Begründung für Irak war. Nach der UN-Charta darf man ja nur Krieg führen zur Landesverteidigung oder mit UN-Mandat, was die USA ja im Irak nicht getan haben. Sollte man da nicht die Bundeswehr der UN unterstellen, weil wir ja keinen Angriffskrieg von unseren Nachbarstaaten befürchten müssen hier in Deutschland, und das Verteidigungsministerium in ein Friedensministerium umwandeln? Also das würde jetzt zu weit gehen, wenn ich das bewerten würde und dafür jetzt Hinweise tätige. Das ist, würde auch nicht der Kultur der Piratenpartei entsprechen. Das müssen die Piraten selber definieren und entwickeln. Ich bin letztendlich erwartungsfroh, was die Diskussion letztendlich um die ersten außen- und sicherheitspolitischen Bausteine letztendlich bringen wird. Vieles wird sich halt auch nicht um Bundeswehreinsätze drehen, sondern man wird wahrscheinlich für die Piraten eine Forderung formulieren, die dahingehend zu beschreiben ist, dass man eine Art Weißbuch vielleicht erstmal anfertigt über die außenpolitischen Vorstellungen der Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland. Es ist ja völlig unklar, welche strategischen Absichten die Bundesrepublik Deutschland im Ausland eigentlich hat. Das wäre der erste Schritt. Und ich glaube, die Piraten werden gut beraten, wenn sie erstmal solche Grundsatzforderungen formulieren, und dann alles Weitere werden wir sehen. Aber der Bundesvorsitzende ist nicht dafür da, jetzt außenpolitische Statements zu geben, und die Mitglieder laufen hinterher. Das würde auch nicht der Kultur entsprechen. Okay, du warst ja bei Springer eingeladen zu einem Gespräch mit Henry Kissinger. In den Springer Verlag wird man ja, glaube ich, nur eingeladen, wenn man reich, mächtig oder berühmt ist. Fühlt man sich da geehrt, wenn man da in den Springer Verlag in die Lounge eingeladen wird? Man muss immer sehr stark differenzieren. Das Amt des Bundesvorsitzenden der Piratenpartei ist ein Amt. Das ist zu trennen von der Person Bernd Schlömer. Nicht ich bin geehrt worden oder muss mich geehrt fühlen, sondern der Bundesvorsitzende, und damit die Piratenpartei, ist vom Springer Verlag eingeladen worden zu einem Gespräch mit Henry Kissinger. Es war ganz schön, mal in dieser legendären 18. Etage zu sein mit der Holzvertäfelung, sich das anzuschauen. Ich selbst persönlich habe ich mich nicht geehrt gefühlt. Das ist ein ganz normaler Termin, den man wahrgenommen hat, wie auch der Termin, den ich heute wahrnehme. Ich unterscheide dort nicht. Über Henry Kissinger sagt man ja, dass es egal ist, wer im Weißen Haus regiert. Er wäre immer dort, entweder als Politiker oder als Berater. Und wenn die USA das Völkerstrafgesetzbuch ratifiziert hätten, würde man ja wahrscheinlich Kissinger wegen seiner Verwicklung in die Militärregime in Südamerika des Völkermordes anklagen können. Wie siehst du das? Ist Henry Kissinger ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher? Wie siehst du seine weltpolitische, sein Wirken auf die Weltpolitik? Auch hier muss ich sagen, meine Funktion ist jetzt nicht Rolle von Henry Kissinger als Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika zu bewerten. Vieles von dem, was sein Handeln geprägt hat, ist sicherlich unter Bürgerrechtsaspekten hinterfragungswürdig und muss auch kritisch betrachtet werden, das ist mir klar. Es ist aber auch so, wir dürfen als Bürger niemals den Fehler machen, dass wir Einzelpersonen für das Lenken von staatlichem Handeln verantwortlich machen. Das würde zu kurz greifen. Es sind Staaten und viele Menschen, Entscheidungsketten, die dazu führen, dass bestimmte Länder, Staaten Unrechtshandlungen oder Rechtshandlungen vollziehen. Das wird nicht an einer Person festzumachen sein. Das stand auch nicht im Fokus in den mit Henry Kissinger. Im Fokus standen Urheberrechtsfragen und Möglichkeiten einer elektronischen Demokratie im Sinne von, wie kann man Bürger stärker beteiligen an demokratischen Entscheidungsprozessen mithilfe digitaler Kommunikationsinstrumente. Das war der Anlass, warum ich dort zum Gespräch eingeladen war, und ich war nicht dort, um außenpolitische Statements abzugeben.
Im Vorfeld hattest du, glaube ich, geäußert, Kissinger auf den Fall Bradley Manning anzusprechen. Manning ist ja der mutmaßliche Whistleblower, der das Collateral Murder Video und auch die Warlocks bei WikiLeaks veröffentlicht hat. Gab es dazu keine Gelegenheit oder warum wurde das Thema nicht angesprochen? Doch, wir haben das Thema angesprochen. Wir haben über WikiLeaks gesprochen. Henry Kissinger hat das Leaken von Informationen verurteilt. Es war aber eine Situation dort, bei der ich das Gefühl hatte, dass Herr Lindner von der FDP, der das Thema ansprach, nach meiner heutigen Bewertung oder damaligen Bewertung versucht hat, das Thema provokant einzuführen, um dann einen Schlagabtausch zu provozieren. Und auf diesen Schlagabtausch wollte ich mich nicht einlassen in dieser Runde. Und deswegen habe ich das nicht weiter kommentiert. Ich habe letztendlich nur deutlich gemacht, dass es sehr wichtig ist und gut ist, dass es Menschen gibt, die als Whistleblower tätig sind, dass man Transparenz herstellt, ohne den Namen Bradley Manning zu nennen, um nicht eine Diskussion vom Zaun zu brechen, die nur darauf abgezielt hätte, mich zu diskreditieren. Es gab ja aufgrund dieses Gespräches doch teilweise recht heftige Kritik in der Basis. Also so wie ich das gesehen habe, wurde zum einen kritisiert, dass du überhaupt den Gesprächstermin wahrgenommen hast. Da haben die Kritiker gesagt, wenn Henry Kissinger sich über die Piratenpartei informieren möchte, soll er sich doch das Internet ausdrucken lassen. Zum anderen wurde kritisiert, dass es nur einen recht belanglosen, unbedeutenden Artikel in der Welt zu dem Gespräch gegeben hat. Wie ist diese Kritik bei dir angekommen? Was sagst du dazu? Ich bin nicht der einzige Pirat gewesen, der eingeladen worden, angeschrieben worden. Es sind insgesamt 5 Piraten angeschrieben worden und gefragt worden, ob sie sich einem Gespräch auch stellen würden. Und ich habe von keinem der 4 weiteren vernehmen können, dass sie das Gespräch hätten abgelehnt. Ich muss sagen, die überwiegende Mehrzahl der Piraten hätten das Gespräch auch mitverfolgt, wären auch hingegangen. Kissinger möchte noch einmal mit den Piraten sprechen. Ich habe gesagt, dass dort, dass das möglich sei. Dass ich auch nicht alleine dieses Gespräch führen möchte. Er ist bereit, das mit mehreren zu führen. Und ich glaube, dass auch viele Piraten da mitkommen werden, die dann man dann ansprechen würde. Ich habe das nicht so bewertet, dass jetzt die Masse der Piraten dagegen sind. Da muss man auch genau schauen, wer wie Diskussionen anführt und wer überhaupt Mitglied ist der Piratenpartei. Es sind sehr, sehr viele Verschwörungstheoretiker dabei gewesen, die letztendlich Kritik geäußert haben. Jürgen Trittin war ja auf einem Treffen der Bilderberger und hat deswegen auch sehr viel Kritik bekommen. Zum Hintergrund, es gibt ja so einen Club aus Adligen, Verlegern und Industriellen, die sich erstmals im Hotel Bilderberg getroffen haben und dann regelmäßig wieder getroffen haben, die über die Weltpolitik dort diskutieren. Und Jürgen Trittin ist also zu so einem Treffen eingeladen worden und hat dann auch Kritik von seiner Partei bekommen, dass er halt an diesem Treffen teilgenommen hat, weil man den Bilderbergern untersagt, dass sie viel Hinterzimmerpolitik betreiben. Würdest du denn auch zu so einem Bilderberger-Treffen dich einladen lassen und dort dann daran teilnehmen? Es ist, glaube ich, absurd, dass ein Vorsitzender der Piratenpartei zu einem solchen Treffen eingeladen wird. Ich muss aber generell sagen, die Piraten, die daran Kritik äußern, müssen sich überlegen, in welcher Form sie Politik machen wollen. Wollen sie sich den Gesprächen verweigern mit anderen Menschen? Letztendlich dann auch nicht nach Kompromissen, nach Lösungen, nach politischer Durchsetzung eigener Ziele streben und sich verweigern. Wir müssen mit allen Menschen sprechen, wenn wir unsere Themen, Inhalte und Ziele durchsetzen wollen. Das ist einfach dem politischen Prozess inhärent, dass man dieses tut. Insofern muss man auch mit kritischen Menschen sprechen. Man kann ja Gesprächsatmosphären schaffen, die letztendlich die Nachvollziehbarkeit des Gesprächs auch ermöglichen. Über das Gespräch mit Henry Kissinger ist ein Interview mit mir geführt worden. Hier habe ich alle Antworten gegeben. Wir verlinken das Interview unten im YouTube-Channel. Könnt ihr euch alles angucken dann. Genau. Und heute wird ein Interview geführt. Die Welt hat darüber berichtet. Es ist also eigentlich auch alles gesagt. Es ist nichts Verschwörungstheoretisches dabei gewesen, auch keine Geheimhandlungen. Und ich muss noch einmal sagen, ich glaube nicht, dass Politik von einigen wenigen Menschen auf der Welt gemacht wird,
die letztendlich quasi wie autarke Herrschaftsfiguren die Geschicke von Staaten lenken, politische Prozesse, staatliche Prozesse, Verwaltungsprozesse sind viel, viel, viel komplexer mit ganz, ganz vielen Menschen, die daran beteiligt sind. Es sind nicht wenige Menschen, die die Geschicke von großen Organisationen führen. Ich glaube an die Schwarmintelligenz, an die Beteiligung von vielen und ich glaube, das ist schlagkräftiger und auch realistischer. Okay, Themenwechsel. Zur Bundestagswahl haben sich ja schon zwei Direktkandidaten aufstellen lassen, Pirat Merz und Pirat Körner, soweit ich das der Presse entnehmen konnte. Nun ist es ja illusorisch zu glauben, dass die Piratenpartei per Direktmandat in den Bundestag einziehen wird, aber dass sie über die Liste einziehen wird in den Bundestag, ist ja sehr realistisch. Dementsprechend beliebt werden ja diese Listenplätze sein. Gibt es denn da schon Ideen über ein Wahlverfahren, wie man diese Listenplätze besetzen wird? Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt die Wahlverfahren vorgibt. Es gibt eine auch eine zentrale Projektgruppe, die sich den diesen Fragestellungen annimmt. Die Bedeutung von Direktmandaten oder Direktkandidaten sollte aber nicht unterbewertet werden. Viele Menschen werden auf die Piratenpartei auch beim Wahlakt jetzt aufmerksam, wenn sie ihr erstes Kreuz auch bei der Piratenpartei tätigen können. Deswegen würde ich oder möchte ich alle Landesverbände aufrufen, in Aufstellungsversammlungen auch Direktkandidaten für jeden Wahlkreis zu finden und auch zu wählen, damit wir möglichst breit auch auf den Wahlzetteln auftauchen. Das hilft uns dann letztendlich bei der Zweitstimme, die für uns natürlich auch entscheidend ist. Wenn ich mir das jetzt in Niedersachsen angucke, dort hat es ja ein gewisses Debakel gegeben bei der Aufstellung der Landesliste für die Niedersachsenwahl nächstes Jahr. Die muss jetzt schon zum dritten Mal wiederholt werden. Zum einen haben die Piraten gesagt, das ganze Verfahren ist so komplex, wir blicken da gar nicht durch. Und zum anderen gab es dann ja zweimal Formfehler, weswegen jetzt noch ein drittes Mal die Landesliste in Niedersachsen aufgestellt werden muss. Dazu habe ich zwei Fragen. A, muss Basisdemokratie so wehtun? Und B, muss das Verfahren so kompliziert sein wie in Niedersachsen, dass es am Ende keiner mehr durchblickt, dass man so viele Stimmen hat, dass man gar nicht mehr weiß, wie die Stimmen gezählt werden, wo die überhaupt ankommen? Es ist guter Brauch, dass die Landesverbände ihre Wahlverfahren selber bestimmen und der Bundesvorstand muss es nicht kommentieren. Der Landesverband Niedersachsen wird seine Gründe gehabt haben, warum er sich für dieses Wahlverfahren entschieden hat. Manchmal tut Basisdemokratie ein bisschen weh, aber ich bin zuversichtlich, dass wenn der dritte Landesparteitag jetzt durchgeführt ist, dass dann alle Interesse, Wünschen, Anliegen Rechnung getragen werden kann und dass wir dann auch gute Kandidaten, einen guten Spitzenkandidaten oder eine gute Spitzenkandidatin finden werden. Ein weiterer Kritikpunkt an die Piratenpartei ist ja, dass das Parteiprogramm halt noch nicht alle Themen abdeckt. Kannst du uns da einen Ausblick geben, woran alles gearbeitet wird, wie der Vorstand darauf einwirkt, dass wir ein möglichst vollständiges, gutes, wählbares Wahlprogramm für die Bundestagswahl haben werden? Also hier ist es auch so, dass die Parteimitglieder aufgerufen sind, dass programmatische Beiträge zu liefern, einmal für das Grundsatzprogramm und einmal jetzt für das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2013. Das, was der Bundesvorstand vorbereitet hat, ist eine Entscheidung darüber herbeizuführen, nach welchen Verfahren Anträge formuliert werden können, wie auch das innerparteiliche Meinungsbildungsinstrument Liquid Feedback Berücksichtigung finden kann. Das ist abgeschlossen. Es sind jetzt alle Mitglieder aufgerufen, Beiträge zu formulieren. Ich habe eben schon mal gesagt, dass die AG Außen- und Sicherheitspolitik Bausteine schon entwickelt hat. Wir haben auch in der AG Wirtschaft Bausteine, die entwickelt worden sind und die werden jetzt alle nach und nach, denke ich, in das Antragsverfahren gegeben und wir werden im Ergebnis, glaube ich, ein sehr breites Wahlprogramm haben, das auch nahezu alle politischen Themenfelder abdecken wird. Wird es denn auch ein schlüssiges Umweltprogramm geben? Weil wenn ich mir die Grünen angucke, könnten wir die ja eigentlich überflüssig machen, wenn die Piratenpartei ein vernünftiges Umweltprogramm hätte. Was sagst du dazu? Ja, wir haben ja schon kleine Bausteine für ein Umweltprogramm. Das gilt es jetzt weiter auszuformulieren. Auch hier sind die Arbeitsgruppen und engagierten Piraten aufgefordert, das in dem Sinne zu tätigen, dass die Grünen überflüssig werden. Ich lade alle Mitglieder herzlich ein und alle Nichtmitglieder, da an der Formulierung von Wahlprogrammen teilzuhaben und dann dieses Ziel zu erreichen. Ich danke dir für das Interview. Ja, dafür nicht. Okay, tschüss und aus.
Klar machen zum Ende. Klar machen zum Ende. Ach, also.